Jo, hallo zusammen, wir sind hier live in Köln mit dem Henners, hallo. Mit dem Hotboxes, mit dem Rafa und mit mir, Pokémotion. Und wir sind hier gerade und machen einen Live-Poké-Stream, eigentlich kein Stream, ein Real-Life-Poké-Stream. Ist so. Machen wir von der Messe. Wie gefällt's euch? Die Messe oder der Stream? Der Stream. Der Stream ist exzellent. Nein. Ja, Höhen und Tiefen würde ich sagen, aber ich glaube, wir gehen gleich noch näher drauf ein. Viele Händler, manche Preise sind ganz cool, andere wiederum. Ja. Scheiße, sag wie es ja. ist. Ja. Wir haben hier echt unverschämte Preise und wir haben gute Preise, oder? Ja, Rafa, hast du schon was gekauft? Ich habe noch nichts gekauft, aber ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich schlage gleich bei einer 151 ETB zu. 45 Euro, glaube ich, nicht verkehrt. Und sag's nochmal, was du damit machen wolltest? Aufmachen! Aufmachen. Also Wahnsinn. Ich glaube, ich mache sie wirklich jetzt, ich mache sie heute auch hier auf. Ja, aber dann nehmen wir sie auf. Dann machen ja, wir das auch machen noch wir eine. Auch. Das machen wir auch. Okay, dann nope. Also schon mal, na, wir sind jetzt Opener. Wie sagt man denn? Boxbreaker? Ja, Boxbreaker. Ja. Opener, irgendwie sowas. Für sich selber, Boxbreaker. Ja. Okay, also das machen wir auf jeden Fall schon mal. Du hast für deinen Sohn was mitgenommen, ja, auch eine ETB 151. Ja, genau. Was hätte man noch kaufen können? Einzelkarten. Also wir haben den Ben vom Poképlanet getroffen. Der war ganz zufrieden mit seiner 75 Euro Lura-Karte, die er hier geschossen hat. Wir haben aber auch abartige Preise gesehen für die Van Gogh. Pikachu im PSA 9 für ja. 300 Euro. Das fanden wir ein bisschen viel. Ja, vor allem, weil der Card-Market-Preis derzeit bei 100 Euro liegt. Trading-Kosten nochmal vielleicht 25 Euro drauf, wenn es hochkommt. Ja gut, ich habe sie gesehen vom deutschen Händler bei Card-Market, wenn du sie jetzt direkt kaufen würdest, 179. Ja. Was auch nicht schon nicht günstig ist, aber... Aber noch okay, glaube ich. 300? Das ist schon krass. Das ist schon, also du kannst schon beobachten, dass Einzelkarten teuer sind. Bei Seal-Produkten geht es sogar tatsächlich. Also für all diejenigen, die jetzt auch One Piece suchen, also man konnte jetzt hier... Paramount War OP02 auf Englisch für 240 Euro kaufen, das ist vollkommen okay. Case OP05 auf Englisch für 2500 Euro, das ist auch unter Marktwert. Auch ein paar japanische Displays, die zu guten Preisen weggehen. Ich habe OP06 gesehen auf Japanisch, glaube ich, für 60 Euro. Da kannst du auch gar nichts verkehrt machen. Und halt ein paar coole Pokémon-Produkte. So 151 ist günstig und ja. so ein paar alte ETBs, ja. glaube ich, so die Händler loswerden wollen. Remix Baut habe ich für 190 Euro gesehen, auch das. Hättest wahrscheinlich auch handeln können noch, also auch deswegen. Auch das ein vernünftiger Preis. Shiny Treasure EX habe ich für 70 gesehen, perfekter ja. Preis, guter Preis. Und wir haben ja jetzt noch auch Vista Universe, eine ganze Packung gesehen, für 95, kann man auch mitnehmen. Ist aber gar nicht so beliebt. Also es gehen hier momentan 151, geht viel mehr über den Tisch. Ne? Also du siehst, glaube ich, aktuelle Sets sind echt nachgefragt. Ja, und Einzelkarten glaube ich sowieso immer. Aber was da mit Einzelkarten abgeht, das finde ich schon teilweise echt frech. Also die Preise sind einfach zu hoch. Auch mal als Beispiel Evolving Skies, Rayquaza und Nachtara als Raw-Karte für 125. Die kriegst du ja gefühlt schon in der PSA 9 für den Preis. Also das finde ich schon ein bisschen grenzwertig. Ja, ich habe ja meine zum Graden gegeben. Nehmen wir die Nachtara aus Evolving Skies, die zweite Reihe Karte. Ne? Und die habe ich für 95 gegradet gekauft von GSG und habe sie jetzt gebreakt, habe ich ja erzählt. Also ich habe sie nicht gebreakt. Du hast mal zugesehen. Die wurde GSG, gebreakt, ja, genau. Wunderbar. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, da sind die Preise halt nicht. Schnäppchen gehen hier nicht und wir haben 20 Euro Eintritt gezahlt. Ja, darf man nicht vergessen. Und das Hotdog kostet auch 7 Euro. Das Hotdog kostet 7 Euro, ey. Ja, wir hatten echt Hunger, aber wir haben es dann doch gelassen. Ja. Sonst ist die Location nice, man sieht das vielleicht so ein bisschen also hinter Cases uns. Also Cases kaufe ich gerne für 3.000 Euro, aber Hotdogs für 7 Euro, das geht so weit. Ja, da kannst du dir die Cases ja auch nicht... Da verhungere ich lieber, ey. Ja, aber es ist wirklich so, du hast eine lange Reise von Nürnberg nach Köln angetreten, ne? Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, so unter dem Strich hat sich das gelohnt? Jetzt darfst du uns natürlich mit unserem geilen Stream und dass wir heute Abend noch essen gehen und so, darfst du nicht mitrechnen. Das lasse ich jetzt mal außen vor, aber ansonsten auch im Vergleich zu Frankfurt und Düsseldorf, wo wir auch waren. Also ich bin echt enttäuscht, ist auch nicht ausverkauft, also das merkt man auch. Hier ist nicht viel los, wir hatten jetzt glaube ich so gegen 12 Uhr mal einen Peak, wo etwas mehr los war. Ja, oder als morgens, als wir gekommen sind. Ja, ne, aber trotzdem auch in Summe. Es gibt keine Händlertische, also für jetzt sagen wir mal so aus der zweiten Reihe, wenn du jetzt kein großer Shop bist, wo du irgendwie sagst, hast du irgendwie mal dein Bein da dabei und verkaufst es. Es gibt zwar ein paar Sammlertische, aber... Aber ja, auch eher zufällig. Ja, und die Sammlertische werden ja auch teilweise dafür genommen, um dann doch Produkte zu verkaufen. Haben wir ja gerade auch gesehen. Ne? Jemand, der auf einem Sammlertisch irgendwie 100 PSA-Slabs rausholt und dann versucht halt nicht zu traden, sondern zu verkaufen. Also auch das siehst du hier. Ne?
Aber sagen, davon bin ich ein bisschen enttäuscht, weil gerade so diese Sammlertische und von privat zu verkaufen, ich glaube, das ist nochmal das, was da wo man vielleicht auch mal einen Schnapper machen kann, ja, oder einen guten Tausch. Ne? Also das war halt in Frankfurt bei der German Card Show gut geregelt, dass oben waren die Sammler drumherum und unten war halt dann die Verkaufsfläche, wie das dann hier jetzt auch ist. Und das fehlt wirklich so ein bisschen. Sonst ist die Location super, also kann man nicht sagen, aber es geht hier natürlich auch um dieses Gala-Dinner. Das wissen wir gar nicht. Also es ist heute Abend in der Nähe des Schokoladenmuseums oder im Schokoladenmuseum. Ob das jetzt geil ist oder nicht, das kann ja vielleicht jemand anders nochmal irgendwie sagen. Aber ich glaube, das ist so, ja, und sonst sind die typischen Nasen, die man so kennt, vertreten. Auch ja, hier. Wen haben wir denn so? Können wir mal sagen, wer so hier unterwegs ist. Also ich sehe jetzt hier die Lama-Cards direkt vor uns. Dann sehe ich Tops logischerweise. Die Card-Buddies habe ich hier am Start. Und es sind hier auch noch eine Poke Geodude ist natürlich Menge, da, ne? Poke Geodude sehe ich hinten. Poke Geodude ist da. Ja. Was ich immer cool fände, dass du tatsächlich Slab da hast, wo du deine Slab Karten persönlich abgeben kannst. Ne? CGC ist auch mit da. Ja, also da findet das noch eine Geschichte. Aber gut, wir können ja nicht nur meckern und sagen, das gefällt uns alles nicht. Nein, so richtig. Gar nicht. Da müssen wir natürlich dann auch sagen, Mensch, wir müssen auch selber machen. Ne? Und haben ja gesagt, alles klar, wir werden jetzt am Hamburg am 17.02. um 13 Uhr, wir haben nämlich heute mit Flo von Happy Hippo Cards gesprochen, um 13 Uhr werden wir starten. Dazu wird es Tickets geben. Wenn wir schnell sind, gibt es auch unter dem Video schon den Link für die Tickets. Wird natürlich wieder zum fairen Preis sein, brauchen wir nicht drüber reden. 20 Euro werden sie nicht kosten. Und da kommt auch der ein oder andere Überraschungsgast, das würden wir dann nochmal ankündigen. Also wir sind da, das kann man schon mal sagen. Es ist auf jeden Fall, der Flo ist da mit seiner Crew. Der macht es ja auch im T-Buck Center, ist das in Hamburg, ist im Norden. Ich habe letztes Mal wohl in Nellerfeld gesagt, da ist es nicht. Es ist im T-Buck Center. Da kriegt ihr auch noch alle weiteren Infos und da sind wir mal gespannt. Da haben wir noch mal so 2-3 Leute, die habt ihr nicht erwartet, außer den Phantasia Cards. Ich sage euch, da geht's richtig los. Also ich freue mich da sehr drauf, dass es möglich ist. Und abends wollen wir dann noch alle zusammen im alten Mädchen essen gehen. Mal gucken, wer da auch noch Lust hat. Mit allen, die ein Ticket holen, oder? Und das wird ja gehen. Das wird gehen. Also ist das so groß? Sehr groß. Ja, sehr, sehr groß. Also ich glaube, da musst du ab so 30 Leuten müsstest du Bescheid sagen. Sonst unter 20 kommen einfach vorbei. Ja, wer Bock hat, soll einfach mitkommen, würde ich sagen. Deswegen, also es ist ein Riesenladen. Und wer Lust hat, kann natürlich auch abends nochmal mit uns dann essen gehen, wenn man das denn möchte. Ne? Und Rafa zahlt. Ja. Also ich kann doch nicht. Eine der Millionen kann jetzt schon mal einfach da rauswandern. Genau. Ja, aber sonst, wie ist es aus Investorensicht, Rafa? Also macht es jetzt hier Sinn, reinzugehen, was zu kaufen und dann teuer in 2-3 Jahren zu verkaufen? Ja, ich würde sagen, gibt schon Produkte, die du kaufen kannst. Und auf der anderen Seite halt auch welche, wo es nicht geht. Also ich glaube, alle, die ich gerade genannt habe, da wäre es möglich. Ne? Also selbst jetzt noch bei One Piece Sets einzusteigen, weil also die One Piece Sets, habe ich beobachtet, sind alle so auf Card Market Niveau, teilweise sogar 10 Euro drunter. Ich glaube, das machen die Händler bewusst, weil die wissen, wie schnell die Produkte gestiegen sind, die Margen reichen denen und dann gehen sie hier, glaube ich, unter Card Market Preis raus. 1,51 mit einer langfristigen Brille, habe ich auch eingekauft. 45 Euro ist echt nicht weit weg vom Händler-Einkaufspreis. Also hättest du hier auf jeden Fall einkaufen können. Japanisch habe ich auf 200 gesehen hier. Japanisch auf 200 ist ja auch ungefähr der Preis. Crown Zenith ETBs habe ich gesehen für 55 Euro. Das ist stark. Die kann man jetzt auf jeden Fall hier einkaufen. Also aus Investmentperspektive findest du auch den einen oder anderen Schnapper. Aber nicht so, dass du jetzt mit Jubelschreien rausgehst und sagst, das hat sich jetzt extrem gelohnt. Ne? Ja, wie gesagt, kannst du mir sagen, in Hamburg, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube, die Fanartikel World, da habe ich die besten Preise damals gesehen, die ich jemals gesehen hatte. Also es war wirklich, da konntest du einen Schnapper nach dem anderen machen. Ich habe aber gesehen, ein Stand hinten, der nur asiatisch spricht, also gebrochen Englisch, die hatten gute Preise. Da war auch nochmal, sag ich mal, so gerade eine ETB von Brilliant Stars für 45, das finde ich immer fair. Also es ist ja, die habe ich auch gesehen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum verkaufen die denn Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt Produkte, wenn die hier aus Japan eingeflogen kommen? Aber irgendwie spannend auch, ne? Also irgendwie, man merkt, was hier alles möglich ist. Ne? Ja, Tabellenführer, hallo. Ja, stimmt. Der Frankfurt? Nein, ne? Leverkusen. Nein, Leverkusen. Zumindest krass. Leverkusen. Gut, also ich würde sagen, wir versuchen nochmal den einen oder anderen hier vor die Kamera zu zerren. Ich finde aber Highlights sollte man nochmal erwähnen. Arita ist ja auch gerade da. Arita ist da. Haben wir alle unterzeichnen lassen, unsere Glurak Base-Set-Karten. Also eher von uns. Ach so, ja. Aber ja, angeboten. Also wenn ihr das haben wollt, ich mache das auch. Also ich unterzeichne euch die auch. Nimmst du auch die 230 Euro, die Arita Leute mitnimmt? Die Leute stehen Schlange. Also es ist definitiv so. Also das funktioniert. Wir können ja mal gucken, wo er sitzt. Er sitzt da rechts um die Ecke. Gerade macht er Pause. Aber
Ja, also es ist auf jeden Fall viel antragen. Das ist natürlich ein Highlight. Ist gerade ein bisschen Sushi, glaube ich. Ah, nee, das war jetzt klischeehaft. Das war klischeehaft. Ohne Rassismus ist nicht lustig. Aber Sushi würde ich gerne jetzt essen. Wollen wir das machen beim Hensler hier vorne? Ja, machen wir gleich. Ja, unterstützt durch Produktplatzierung. So, ja. Aber vorher schauen wir nochmal, wen wir hier rankriegen können. Ja, was waren noch so Highlights? Habt ihr noch was außer Arita oder... Also, dein Pulli, Andreas, hier mit Tupac Shakur, ja, finde ich natürlich auch stark. Den ich ja aber immer dabei habe, irgendwie gefühlt. Was soll ich sagen? Also ich habe Tanichu auch hier irgendwo rumlaufen. Ja, gesehen, ne? Hier der Pilot steht, ja, da. Pilot, der Pilot ist auch sehr, eigentlich, ja, auch mal Zeit, also liebe Tanichu, wenn du das hier siehst, dass du hier auch mal vor die Linse kommst, ne? Also von daher. Sprechen. Und der Professor Eicher auch. Ja, den haben wir auch gesehen. Also es ist hier schon, die Elite ist hier schon. Zero vertreten. War da, haben wir gesehen. Zero. Ach, und wen wir auch gesehen haben, das war mega interessant. Poki Chloe und Poki Dean, also auch zwei sehr große aus England. Ja. Also die waren auch schon. Schaust da keine Videos mehr. Ne? Machst keine Videos mehr. Also Boxes haben wir auch gesehen. Also ja, den Henners haben wir auch nicht vergessen. Den Henners. Ja, aber die Boxes waren wieder, Fotos wollten die wieder alle machen. Nein. Ja, in dem Sinne, wir gucken mal, wen wir hier noch auf das Mikrofon kriegen. Bis dann, ciao. Ja, hallo, ich bin's, Pokémotion, und du bist doch der Butti, oder? Du bist doch der Boxis, oder nicht? Du bist doch der Boxis. Nee. Ich wollte schon immer mal in Investment einsteigen. Ja, dann? Ja, früher habe ich mal Videos gemacht, aber jetzt nicht mehr. Aber guck mal, da oben, da ist er, der Boxis. Aber wenn er da oben ist, denkst du, da kann man was signieren? Willst du mal kennenlernen? Na, da komm doch hoch. Jo, hallo, wir stehen hier, um den Robert, die Pokéhebe, zu grüßen. Mit wem? Grüße gehen raus, Butti-Cards, hier, Robert, ich liebe dich. Geil, so soll es doch sein, oder? Das ist doch was fürs Herz. Sag mal, was machst du heute hier? Warum bist du bei der Gala in Köln? Ja, wir machen morgen einen Base-Set-Break am Sonntag um 13 Uhr. Wenn der Booster auch live auktioniert, wird es sehr, sehr spannend. Wir rippen, hoffentlich ziehen wir Glurak. Okay. Und ja, einfach so mit den Händlern, mit der Community reden. Mega geiles Event einfach. Auf wen hast du denn hier Bock und auf wen hast du keinen Bock hier? Wo du sagst, oh nee, also das sind so Leute, die triffst du gerne. Und es gibt auch so ein paar Leute, da sagst du, hast du überhaupt keinen Bock drauf. Boah, gibt es Leute, auf die ich keinen Bock habe? Ja. Also Lamas sind geil, Kappa ist geil, hier Pokechiru, Tops, alles geil. Okay. Ein paar hast du nicht genannt. Also ja, so die Poke Geodudes, magst du die? Ja, geht so. Also können anstrengend sein, aber sind okay. Sind okay. Nimmt man mit, ja. Okay, wenn du jetzt hier so rüberläufst und siehst so die Preise, ne? Was denkst du so? Findest du, das sind faire Preise, sind gute Preise oder meinst du es teilweise doch ein bisschen hoch? So? Ist schon so ein Marktpreis, aber man kann ja verhandeln und gerade wenn man vielleicht ein oder zwei oder mehr Karten sich holt, ist Verhandlungsspielraum da. Okay, was hast du so die nächste Zeit vor? Was sind so deine Projekte, wo du sagst, also morgen habe ich verstanden, na, wird geil, aber was hast du so vor? Was hast du 2024 dir vorgenommen, was du alles machen willst? Ist jetzt Sido der nächste oder Flair? 2024 ist zu kurzfristig, aber ich habe immer gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall einen Local Store haben. So. Okay. Wir sind ja rein Online-Shop aktuell, streamen sehr, sehr viel auf Twitch und auf Vogt aktuell. Aber ich freue mich immer mehr mit dem Gedanken an einen Local Store vielleicht in Wien zu haben. Okay, wo da? Ja, in der Hauptstadt. Ja. Nee, nicht Hauptstadt, aber gut besuchte Einkaufsstraße. Also gibt es so Mariahilferstraße oder Einkaufszentren. Ja, gibt genug schöne Places to be. Cool, und da suchst du jetzt gerade wirklich aktiv? Nee, noch nicht. Ich sage nur, ich freue mich mit dem Gedanken mal an und ist halt ein Langzeitprojekt. Ja. Ach geil, und du, na, viele wissen das nicht, das ist ja dein Lebensunterhalt. Ne? So, du machst also, setzt komplett darauf und sagst, Karten ist das Geilste, macht dir tierisch viel Spaß und natürlich. Du bist da mit Herz dabei. Ne? Wie machst du es immer, wenn du mal nicht so gute Zeiten hast? Also liebst du das Hobby dann noch immer oder natürlich. Hast du nur also, geile Zeiten? Also mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. So. Also ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, bin selber Konditormeister und dann einfach so Quereinsteiger, Onlinehandel und mache die Sachen, die mir einfach Spaß machen. So. Also geil. Mein Traum eher weniger verwirklicht. Ja. Super. Lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Gern. Sehr gut, wir grüßen nochmal. Hast du heute schon was mitnehmen können von der Messe? Ja, ich hole mir jetzt gleich ein 151 ETB. Geil. Nee, TTB, ne? Deutsch? Deutsch, für 45 beim Pokéjude. Geil. Ich habe ein bisschen mehr gerade bezahlt, habe ich auch gerade mitgenommen. Es gibt auch Vintage-Boxen hier. Ja. Sehr, sehr leckeres. Hat mehr als 45 gekostet? Ein bisschen mehr, ja. Ja, sehr gut. Mehr. Den geht morgen auf? Morgen geht Based auf. Die habe ich auch gerade gekauft. Und Jungle kommt auch noch. Das ist geil, also du kündigst einen Boxbreak an, kommst dann erst hierher und kaufst es dann und danach machst du es, dann musst du es nicht mal mit dem Flugzeug nehmen. Nee. Traum. Sehr gut. Robert, wir haben dich lieb, auf bald, bis dann. Abonniert den Pogehebes. Ja, abonniert alle hier, den Kanal, Pogehebes-Kanal, alle. Löwen, die Königinnen und Könige der Tierwelt. Stark und stolz. Und akut gefährdet. Hallo Junge! Moin! Messe in Köln, ja, Poke Geodudes am Start. Ich freue mich, dass du hier bei uns vor die Linse kommst. Ne? Freu dich unbedingt. Ja. Was sagst du denn zur Messe? Was sind deine Eindrücke? Wir haben gerade schon ein bisschen berichtet. So, ist schon wild hier. Also von der Menge, muss ich schon sagen, hätte ich so nicht gedacht. Weil es ja so
Ja, also die großen Ankündigungen waren ja sehr, sehr spät, muss ich sagen. Ja. Mit den Card Buddies oder hier mit Cards & Toys waren ja schon immer da oder Push Dich oder ja. Wir. Wir waren ja sehr, sehr spät, fand ich. Und ich bin sehr zufrieden. Also. Ja. Aber du sag mal, was für geile Preise hast du denn heute am Start? Ja. Poke Geodudes hier 1A, also all die Dinger, die wir vorhin genannt haben. Ja. ETB 45 Euro, UPC 105, war ja alles bei euch. Das, ne? Also das horten wir ja immer vorher, weil wir kaufen immer für das Jahr, oder wir wissen ja, die Messe wird irgendwann sein, sage ich mal, Tag X, und dann kaufen wir da für die Messe nur ein. Ja. Und dann, die Sachen kommen auch alle nicht in den Shop meistens. Und, okay, dann, okay. Und dann kommen sie hier aber. Ja. Und meistverkaufteste Produkt heute? Ja, 151, TTB, 151. Ja, deutsche. Mit Abstand. Okay, okay. Mit Abstand. Was sagst du selbst zu dem Set? Du machst ja auch Investment-Content so manchmal ab und zu, manchmal, wenn die Zeit es hergibt. Ja, ich versuche ja einmal in der Woche tatsächlich ein Video zu machen, aber ich schaffe das einfach nicht. Ja. Also für 151 jetzt die TTB ist auf jeden Fall, kann man nichts sagen, 151 ist einer der besten Sets, muss man sagen, aus der aktuellen Scarlet und Violet-Ära. Und ich würde fast sagen, die kannst du auch weglegen, Alter. Also auch Deutsch ist fast, also musst du keine Gedanken machen. Also jetzt hier 45 Euro, die kannst du jetzt schon auf eBay stellen und kriegst 50 oder 60 höchstwahrscheinlich. Ist wirklich so, könnte man machen, ne? Ja, ja. Ja. Und hast sofort einen Gewinn, ne? Ja. Hast du sonst noch irgendwelche Insider-Tipps für unsere Leute? Battle Region finde ich ganz nice. Rule of the Black Flame, die ist ja relativ günstig geworden. Lustigerweise habe ich immer ein Video gemacht über die Gengar Double Box. Stimmt, habe ich auch gesehen. Genau, weggegangen komplett. Ja, ja, alles weggegangen. Und ist der Preis von irgendwie 150 auf 250 gleich gesprungen. Ich weiß nicht warum. Als ob ich da irgendeine, ob ich als Influencer da irgendwas influenced habe, so, weißt du? Ja, ja. Aber es war schon wild. Ja. Aber das sind so, also Battle Region, Violet EX, kannst du snacken, alles japanisch. Das kann kein Problem sein. Ja. Und mit welchem Code kann man PSA-Karten graden? Leute, mit dem Code BOXES über die Poke Geodudes. Ja. Nicht nur PSA, sondern auch Beckett. Das wa? Stimmt, ja. Oder? Beckett auch. Auch das muss man ja immer wieder erwähnen. Ne? Ja. Beckett, vergessen immer viele, aber ist auch sehr, sehr gut mittlerweile. Ja. Du, 17.02. planen wir was in Hamburg, T-Bug Center. Ja. Bist du am Start? Ich bin da, höchstwahrscheinlich, ja. Mit was? Mit was? Ja. Gar nichts, einfach so, einfach chillen. So, ja, ich, chillen ja, dabei ja, sein, Boxbreak supporten. Vielleicht, ja, geil. Mit euch zusammen. Ja, mit Recht, genau, ja, mit Recht, ja. Ich bin noch Gast und Boxbreak, vielleicht mal ein paar Events da oder sowas. Ja, das war's. Marvin, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, ja. Und ansonsten, liken, abonnieren, bei den Poke Geodudes einkaufen, was auch immer. Ja, würde mich freuen. Ja, und so geht der Tag an der Gala in Köln zu Ende. Pokémotion ist glücklich, wie wir hier sehen. Hier nochmal ein Schwenk über die Veranstaltung. Danke an alle, die wir vor den Mikrofonen hatten. Danke an Butti, danke an Marvin. Hallo. Hallo. Ja, ihr sollt nicht Hallo, sondern Tschüss sagen. Lasst gerne Liebe bei den Kollegen da. Danke auch an Rafa und an Andreas. Wir machen den Deckel drauf. Ich bin raus und ciao.